Wir beginnen unsere Reise in Windhoek, der Hauptstadt Namibias, die zugleich das wirtschaftliche und politische Zentrum des Landes ist. Heute hat die Stadt 350.000 Einwohner und wächst immer weiter. Straßennamen erinnern an die deutsche und die sozialistische Vergangenheit. Die Gebäude an der Hauptstraße, der Independence Avenue, zeigen eine moderne Stadt. Wahrzeichen von Windhoek ist sie zwischen 1907 und 1910 auf einer weithin sichtbaren Anhöhe erbaute evangelisch-lutherische Christuskirche. Baumeister war der in Deutsch-Südwestafrika geborene Gottlieb Redeker. Schon von weitem ist das leuchtend weiße Empfangsgebäude des historischen Bahnhofs zu erkennen. Die klassisch schöne Fassade besticht durch die wilhelminische Architektur mit einigen Jugendstilelementen. Eine architektonische Eigenart, die sich während der deutschen Kolonialzeit in Namibia entwickelte, war der sogenannte Verandenstil. Ein besonderer Blickfang vor dem Empfangsgebäude ist eine Iling-Schmalspur-Dampflok mit 600 mm Spurweite. Seit 1915 ist in Namibia die 1067 mm breite Kappspur üblich, benannt nach den Initialen des Norwegers Carl Abraham Piel. 40% der Fläche in Namibia sind Farmen, die üblicherweise 100 Quadratkilometer bzw. 10.000 Hektar groß sind. Warzenschweine wechseln frei zwischen den verschiedenen Farmen, da sie Löcher unterhalb der Zäune graben können. Paviane sind mit bis zu 45 Kilogramm Gewicht die viertgrößten Affen Afrikas. Gegenüber dem Menschen können sie jede Scheu verlieren und dann überaus lästig werden. Die tagaktiven Perlhühner sind in Namibia allgegenwärtig. Ihre Nahrung suchen sie am Boden, indem sie umherlaufen und aufpicken, was sie auf ihrem Weg finden. Vor uns liegt der Waterberg, ein markanter Tafelberg, der etwa 50 Kilometer lang und 15 Kilometer breit ist. Am Fuße des Berges liegt ein Soldatenfriedhof mit zahlreichen Gräbern von Schutztruppensoldaten. Schon nach kurzer Fahrt sehen wir den ersten Springbock und gleich darauf eine ganze Herde. Springböcke sind besonders zierliche Antilopen, die nur bis 40 Kilogramm schwer werden. Beide Geschlechter tragen ein leierförmiges Gehörn. Ebenfalls weit verbreitet ist die Kuhantilope. Nicht weniger als 125.000 Tiere leben in Namibia. Manche Tiere, wie die Strauße, bewohnen verschiedene Habitate. 45.000 dieser Tiere leben in den offenen Landschaften Namibias, wie Savannen und Halbwüsten. Sie dringen auch gelegentlich ins Buschland vor, bleiben dort aber nie längere Zeit. Finden sich in der Savanne Akazienbäume, ist das der Lebensraum der Giraffe. Deren Blätter zieht sie mit ihrer 45 cm langen Zunge von den Ästen. Löwen sind sehr anpassungsfähig und kommen in einer Vielzahl von Habitaten vor. Ihr bevorzugter Lebensraum ist aber die Savanne. Die 1500 Löwen im Etosha-Nationalpark sind mit einem Gewicht von über 200 Kilogramm besonders kräftig. Beim großen Kudu unterscheiden sich Männchen und Weibchen deutlich. Die bis 300 Kilogramm schweren Männchen tragen ein Schraubengehörn. Die Weibchen sind hornlos und 30% kleiner. Ein Wasserloch ist auch Anziehungspunkt für Elefanten, die gerne baden. Bereits im Jahr 1880 gab es in der Gegend des heutigen Etosha-Nationalparks keine Elefanten mehr, weil sie intensiv bejagt worden waren. Dann stellte man sie unter Schutz und heute haben sie sich wieder auf 20.000 Tiere vermehrt. Die Oryx-Antilope steht als Synonym für Zähigkeit und Bedürfnislosigkeit. Sie ist deshalb auch das Wappentier Namibias, wo heute 370.000 Tiere leben. Mit bis zu 450 Kilogramm gehört sie zu den größten Antilopen. Ihre spitz zulaufenden Hörner sind gefährliche Waffen, mit denen sie sich auch gegen große Raubkatzen erfolgreich verteidigen kann. Die Okutala Lodge hat ihren Ursprung in einer ehemaligen Jagdfarm.
Dann wurde sie zu einer Tierrettungsstation umgebaut. Auf 240 Quadratkilometern Fläche leben Giraffen, Zebras, Elefanten und verschiedene Antilopenarten. Eine besondere Attraktion sind die Breitmaulnashörner. Sie stammen aus Südafrika, wo der Bestand durch Wilderei inzwischen akut bedroht ist. Die Lodge betreibt mehrere Tierschutz- und Aufzuchtprojekte und zeigt in diesem Rahmen die Fütterung einiger Wildtiere. So kann man der Fütterung von drei Gepardengeschwistern zuschauen. Auf einem Sattel oberhalb des Ugab-Tales liegt die Fingerclip-Lodge. Die Überreste der ehemaligen Flussterrassen sind größere Plateaus, Tafelberge und kleine Zeugenberge. Ein solcher Zeugenberg ist die Fingerklippe. Hier besichtigen wir auf einer zweistündigen Wanderung einen Teil der über 2500 Felsmalereien und Felsritzungen, die auf über 200 Felsplatten verstreut sind. Die Darstellungen stammen von mittel- und jungsteinzeitlichen Kulturen und gehören zu den ältesten Darstellungen in Afrika. Ab etwa 4000 vor Christus wurde diese Gegend von den Jägern und Sammlern der Wildhornkultur für Rituale benutzt, seit etwa 2500 Jahren von den Khoikhoi. Berühmt ist die Löwenplatte. Sie zeigt einen großen Löwen mit mächtigen Pranken und einem merkwürdig rechteckig abgeknickten Schwanz. Unsere Reise führt uns weiter nach Swakopmund. Die Stadt liegt an einem flachen Abschnitt der namibischen Südatlantikküste, direkt an der Mündung des Flusses Swakop. Am 4. August 1892 markierte ein deutsches Kanonenboot diesen Ort als Landestelle für Schiffe und demonstrierte damit offiziell die Inbesitznahme dieses Küstenteils durch das Deutsche Reich. In der Folge entstand der wichtige Hafen für Einwanderer aus Deutschland. Obwohl inzwischen nur noch etwa 5% der Einwohner deutscher Abstammung sind, ist der Einfluss auf das Stadtleben unverkennbar. So gilt Swakopmund bis heute als deutscheste Stadt Namibias. 1902 wurde mit dem Bau einer Landungsbrücke begonnen. Zuerst nur aus Holz bestehend, wurde sie 1912 aus Eisen neu errichtet. Die beliebte Seebrücke wird heute von den Swakopmundern Jetty genannt. Nicht weit von der Landungsbrücke entfernt steht der Leuchtturm als Wahrzeichen der Stadt. Der Swakopmunder Bahnhof ist ein 1901 erbauter Zweckbau, ganz im Stil der damaligen wilhelminischen Zeit. Hier startete die Eisenbahn zu ihrer 382 Kilometer langen Fahrt nach Windhoek. Das Hohenzollernhaus entstand in den Jahren 1904 bis 1906 im historisierenden Stil des Neobarock als Hotel. 1972 wurde das Gebäude zu einem nationalen Denkmal erklärt. Heute fahren wir das Herz der Namib-Müste, zu den Dünen beim Sususvlei. Die Straße folgt zu weiten Teilen dem trockenen Flussberg des Tschauchab. Die Namib ist mit einem Alter von rund 80 Millionen Jahren die älteste Wüste der Welt und zugleich einer der unwirtlichsten Orte des Planeten. Die Ausdehnung der Namib beträgt in Nord-Süd-Richtung rund 2000 Kilometer. Von der Küste reicht sie bis 160 Kilometer in das Land hinein. Das Sususvlei ist eine von Sanddünen umschlossene Salztonpfanne, die nur in sehr regenreichen Jahren Wasser führt. Dann bildet sich sogar für kurze Zeit ein wenige Zentimeter tiefer See.